Eine ganze Aufnahme umsonst. Gerade eben habe ich aufgenommen. Und zwar in 4K. Das hat super funktioniert. Wenn ich euch das Video mal zeigen darf, das ich soeben gelöscht habe. Nein, ich kann es euch nicht zeigen, ich habe es gelöscht. Egal, auf jeden Fall, von der Auflösung her, waren das 80 Pixel unten und ich glaube 25 nach oben. Also Riesenpixel, wirklich Arcade-Style, 64-Bit und so. Deswegen lasse ich das jetzt mit dem 4K in der Hoffnung, diese Aufnahme wird wieder besser. Und ich habe jetzt schon die Enderaugen geholt, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wo sie hinten sind. Deswegen stelle ich das jetzt mal ganz kurz auf ganz, ganz easy. Und laufe kurz zu den Spots und zeige euch den Kampf. Weil die Kämpfe, ich habe die Kämpfe schon gemacht, ich habe die Enderaugen jetzt schon eingesetzt und alles. Es fehlen noch zwei und ja, die Aufnahme ist halt einfach gerippt. Ist jetzt halt doof, klar. Ja, ich lauf einfach durch. Nimm mein Hund und das da. Karte an. Also auf jeden Fall, der Start ist ganz normal. Ihr müsst einfach am ersten Schiff vorbeikommen. Und dann links abbiegen. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen demotiviert, weil ich das Ganze nochmal machen muss. Ich hätte es mir aber auch denken können, dass das ein bisschen schwer wird. 4K spielen mit 4K Aufnahme. Dafür ist mein Computer nicht gemacht. Trotz i9er, trotz 3060 RTX. Verstehe ich, ist okay. So, jetzt sind wir hinter dem ersten Boot. Oder Schiff. Und jetzt da vorne links. Ihr seht schon auf der Karte, hier. Ein Stück weiter oben noch. Ist jetzt halt blöd gelaufen, kann ich aber nicht ändern. Und um es euch trotzdem zu zeigen, nehme ich die Aufnahme jetzt extra nochmal neu auf. Und mach das nochmal für euch kurz. Ja, nicht auf. Eigentlich sollte das jetzt kommen mit dem links abbiegen. Oder ist das schon der linke Weg? Nee, das ist gewiss nicht der linke Weg. Hier geht's links, genau, hier ist die Weide. Hier geht's links. Hier geht's links lang. Hier müssen wir durch. Ja, ich kann euch das jetzt halt alles schön erklären, gell? Ich habe aber schon wieder den Namen vergessen. Verzerrt das auch? Ich weiß es nicht. Wir haben nämlich alle anderen Namen. Ach ja, hier müssen wir erstmal den Raid überleben. Dann mache ich kurz den Raid. Ach man. Also das war's. Mit 4K-Aufnahmen. Das heißt, ich werde, wenn ich 4K aufnehme, oder ich nehme keine 4K mehr auf, ich lasse es dann mit RTX. Mir wurde das so gesagt, dass, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe, oder schon davor, ich weiß es nicht mehr, dass ich Adobe Prime mit RTX verbinden kann und damit die Aufnahmen überarbeiten kann. Und somit könnte ich diese Aufnahme jetzt in 4K umskalieren, was aber Ewigkeit dauert. Irgendwie. Deswegen lasse ich das. Dann gibt es halt nur Full HD 60 FPS Aufnahmen und halt nur bei besonderen Anlässen mal 4K, was umskaliert wurde. Weil das extremst lange dauern soll. Bei mir dauert auch ein Video zu verarbeiten eine Stunde. Gab auch schon Tage, an denen hat es mich 35 Stunden gedauert. Warum lädt das jetzt nicht? Schlechtes Spiel. Gleich mal eine schlechte Bewertung auf Google Maps da lassen. Ach ja, das war das hier hinten. Da gibt es einen Raid. Genau, hier. Kommt sogar zwei Endermans zum Schluss. Was mir dann natürlich gesagt hat, gut. Auf jeden Fall ist das hier das End-DLC. Das Zusatzzeugs. Genau. Da oben, soll ich euch noch zeigen vielleicht, gibt es zwei goldene Kisten. Eine hier und eine hier.
Aber die ist jetzt nicht da, weil weiß ich auch nicht so ganz. Wir haben 2 TNT, das letzte Mal hatten wir 3, als wir hier waren. Okay, wir machen erstmal die Gegner weg. Ich kenne das Ganze hier schon, ihr kennt es nicht, oder vielleicht kennt ihr es von anderen YouTubern, die das schon gemacht haben. Falls ihr es nicht kennt, ihr müsst hier einmal rings herumlaufen. In der Mitte spawnt dann halt wie immer der Boss. Also ist nichts Neues eigentlich. Der Endergesandter. Achso, ja klar, das heißt jetzt anders. Weil wir das Enderauge schon haben. Guckt einfach kurz im Internet nach, wie das heißt. Ich hätte jetzt in der anderen Aufnahme nachgeguckt, wie die heißen, aber... Oh Schreck. Ich habe ja die andere Aufnahme gar nicht mehr. Ach, Mann. Das regt mich gerade voll auf, dass die andere Aufnahme einfach... nicht so gut lief. Ja, ist schade. Okay, jetzt noch in die Cactus Valley. Das ist auch ganz easy. Bei der Kiste, wo 10 Millionen verschiedene Gegner sind, müsst ihr ein Stück geradeaus und dann geht wieder ein Weg links ab durch ein Tor durch und da müsst ihr langlaufen. Ich zeige euch das Ganze. Kommt mit. Könnt ihr euch das Ganze auch zusammenschneiden auf so ein 2-Minuten-Video oder so. Nee, ich lasse das jetzt einfach mal. So habt ihr ein bisschen mehr zu schauen, ich ein bisschen mehr Content. Vielleicht mache ich nochmal ein Video, wo ich zeige, wie man sie alle findet. Oder sonst schaut euch halt einfach das Let's Play zum DLC an. Und jetzt mache ich sowieso heute eine Aufnahmepause. Ich habe jetzt die ersten 3 Videos, sind das? Jetzt direkt am Stück aufgenommen. Jetzt mache ich eine Aufnahmepause, warte bis morgen. Dann ist es einfach besser. Dann fällt einem auch wieder mehr zum Reden. Nein, dann ist man nicht mehr genervt davon, dass die Aufnahme kaputt ist. Und das ist jetzt auch das erste Mal, dass bei mir eine Aufnahme... Das stimmt nicht. Das ist bei mir das zweite Mal, dass eine Aufnahme wirklich kaputt geht. Das erste Mal war bei... das kommt wahrscheinlich bei euch noch. Bei Mario Rabbids Kingdom Battle und zwar... beim Backtracking. Beim Durchlaufen, Zurücklaufen und das versteckte Kapitel finden ist die Aufnahme weg. Und ich hatte dann keine Lust mehr, das versteckte Kapitel aufzunehmen. So, hier sind wir. Und dann habe ich einfach das weggelassen. Und habe es dann eine Folge später gesagt, dass ich das halt vergessen habe. Bei mir war das dann egal. So. Ich könnte es nachaufnehmen, klar. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Die Aufnahme habe ich nicht mehr, weil sie abgestürzt ist. Und das zu suchen hat ewig gedauert, das war eine 3-Stunden-Aufnahme. Und dann hatte ich es gefunden, hab's durchgespielt. Und ja. Dann war einfach, ich wollte das Video beenden, hab mich verabschiedet. Das war's mit dem Video, bis dann Leute. Wollte noch Ciao hinten dranhängen, so wie immer. Und genau, dann wurde mir gesagt, ja, dein Speicherplatz ist voll, die Aufnahme wurde abgebrochen. Und in dem Moment hat sich die Aufnahme selber gelöscht, weil ich damals noch in MP4 aufgenommen habe. Den Fehler mache ich jetzt nicht mehr. Falls eine Aufnahme bei mir abstürzt, wird sie genau da aufhören, wo sie aufgehört hat. Genau. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein paar Schlüssel finden. Hier den Nekromanten besiegen, zack, zack, zack. Die 2 Zombies. Hier hinten gibt es einen blauen Schlüssel, auf der anderen Seite gibt es einen blauen Schlüssel. Und dann ist es gut. Dazu müssen wir 2 kleine Raids machen. Also erstmal hier ein Raid. Und dann nachher nochmal ein. Und zwar ist der Schlüssel hier oben. Den ich erstmal nicht gefunden habe in der Aufnahme. Schlüssel, komm wieder her. Da kriegt ihr hier eine Kiste. Ein bisschen Smaragden drin.
Wer braucht's nicht? Ich hab 19.000. Ich hab's nicht nötig. Ja. Ich finde es schade, dass das mit den 4K-Aufnahmen nicht geht. Das hätte ich nämlich richtig gefeiert. Da wäre ich nämlich richtig professionell geworden. Nee, aber ich kann mit meinem Handy 8K-Videos aufnehmen. Mit 30 FPS, aber 4K, 60 FPS. Und da lässt sich einiges machen. Vor allen Dingen, weil für Real-Life-Videos wie dieses Backekuchen, wo wir die Pfannkuchen gebacken haben, ihr wisst, was ich meine? Da gab's, das waren 4K-Aufnahmen, aber die wurden so lange verarbeitet, bis sie halt rot waren, nicht mehr 4K. Das mache ich beim nächsten Backvideo dann anders. Falls es ein nächstes Backvideo gibt. Also vielen hat's gefallen, ich habe 5 Likes. Das haben die wenigsten meiner Videos. Das Video mit den meisten Aufrufen, meisten Likes ist das Minecraft Dungeons Hacking Video, wo ich es geschafft habe, mein Minecraft Dungeons zu zerstören. Was man halt im Video nicht sieht. Aber ihr solltet das trotzdem nicht machen. Das sollte ich vielleicht mal in die Kommentare unter dem Video schreiben, ja? Hier bin ich auch erstmal dran vorbeigelaufen, wollte zurück und dann ist mir aufgefallen, okay, wir brauchen den blauen Schlüssel woanders. Hier gibt's den goldenen. Und weghauen hier erstmal. Ja. Ich sollte vielleicht mehr reden, aber. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alles, was ich vorher gesagt habe, hört sich komisch an, wenn ich es wieder sage und mich wiederhole. So, auf jeden Fall sind wir noch den Zombie kurz. Und unsere zwei liebsamen Begleiter. Sieg ihn ganz kurz. Und das war's auch schon. Dann haben wir das in 12 Minuten abgearbeitet. Mal meine Mütze vielleicht richtig aufsetzen. Ist okay. Ich kann es jetzt nicht ändern, dass ich das halt schon gesehen habe. Tut mir auch leid. Kann man das vielleicht mal gerade machen, meine Mütze? So. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann in der dritten Folge, die wieder spannender wird. Bis dann, Leute. Ciao.